Ich bin heute mit Christoph auf dem ADAC-Testgelände, denn ich darf heute Elektromobilität erleben. Es trifft sich ja ganz gut, dass ich gerade zwei E-Autos da habe. Einmal den Mercedes EQS, der lange schwarze. Das ist so ziemlich das obere Ende der Nahrungskette bei der E-Mobilität. Und auf der anderen Seite uns zugewandt der Dacia Spring. Der kam gerade auf den Markt und ist so wirklich die günstigste Einstiegsvariante in die E-Mobilität. Wir stehen jetzt da und jetzt schauen wir uns mal an, wie die beschleunigen können. Ich würde sagen, man merkt einen Unterschied. Der Dacia kommt kaum hinterher, würde ich sagen, ja, oder? Ja, gibt sich alle Mühe, aber es ist ein Stadtauto. Er will es nicht können. Okay, also die Beschleunigung war ja mal so geil. Ich habe so Lust, jetzt selbst zu fahren. Also gib mir bitte den Schlüssel und dann legen wir los. Klar, suchst du die aus. Ganz klar den hier. Kein Problem, kannst du haben. Wie? Ich wollte doch den anderen haben. Fahren tun sie beide. Okay, also der Schlüssel, der ist jetzt nicht ganz so futuristisch, wie ich mir das vorgestellt hätte bei einem E-Auto. Nee, der hat aber immerhin schon eine Fernbedienung. Auf und zu geht. Ja. Siehst du? Viel mehr aber auch nicht, oder? Ja, wir sind immer noch im äußerst günstigen Auto. Kein Problem. Ich würde sagen, wir gucken einfach trotzdem mal, was das Auto kann. Ich bin sehr gespannt. Und lass mich jetzt mal voll und ganz überraschen. Wo liegt denn die Reichweite bei dem Dacia? 150 Kilometer in etwa. Es wird weniger im Winter, deutlich weniger. Es kann ein bisschen mehr sein, wenn du im Sommer in der Stadt fährst. Ohne Klimaanlage und so, dann sparst du ja Energie. Ich finde, dass das Auto nicht so leise ist, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ja. Weil ich finde, also das verbindet man mit Elektromobilität, einfach, dass man keine Geräusche hört. Ja. Und das fällt mir schon auf, man hört es. Ja. Plus die Lenkung. Weißt du, was ein Sinus ist? Das ist lange her, jetzt, was du von mir verlangst. Ja. Und jetzt fährst du einfach? Sinus und Cosinus. Genau, beides sind solche Linien und das kannst du einfach mal so fahren. Und zwar langsam, nicht schnell, sondern so dieses Swing ein bisschen finden. So in diesem Tempo schon links, so. Rechts. Und du darfst dich immer mehr lenken und immer mehr. Oh Gottes Willen! Merkst du das? Das ist aber schon, also. Boah. Wie ist es denn mit der Maximalgeschwindigkeit beim Dacia? Ja, da kann man schmunzeln. Er schafft die Autobahnrichtgeschwindigkeit von 130. Die schafft er schon. Okay, und das war's? Ja, dann war Feierabend. Außer du fährst im Eco-Modus, weil du besonders sparsam sein willst, dann schafft er so 100. Das ist aber auch wenig, oder? Für die Stadt vielleicht. So, ich habe den ganzen Tag drauf gewartet. Ich freue mich sehr, endlich in diesem wunderschönen Auto zu sitzen. Wir haben es ja gerade gesehen, die Beschleunigung. Ich möchte natürlich auch unbedingt selber testen. Ich würde sagen, ich gebe. Soll ich Vollgas geben? Vollgas. Vollgas? Okay, dann fange ich an, oder? Du weißt. Also, es geht auf jeden Fall schneller und besser als der Dacia, würde ich sagen, oder? Ja, schon. Ja, damit kann man arbeiten, auf jeden Fall. Kommt voran. Man kommt ganz gut voran. Das macht sehr viel Spaß. Ja. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Ja. Es geht schon los bei der Akustik. Wie wir uns jetzt unterhalten können, ganz entspannt. Recht, man hört gar nichts. Ja. Man hört, genau so stelle ich mir es vor, ein Elektroauto zu fahren. Ja, ja natürlich. Und jetzt, ich fahre halt nicht so oft E-Autos. Mhm. Und beim Dacia kam es mir recht laut vor und hier ist es, das ist total angenehm. Ja, das ist richtig gut gedämmt, wie man auch von einer Oberklasse Mercedes-Limousine erwartet. Okay, easy, ich zeig dir noch was. Mhm. Das Auto kann nämlich ziemlich viel, zum Beispiel kann es im Kreis fahren. Vielleicht fällt es dir schon auf, der einen winzigen Wendekreis. Ja. Liegt daran, die Hinterräder lenken mit und dann wird dein Auto viel wendiger. Man sagt im Ingenieurssprech, der virtuelle Radstand wird verkürzt. Also ich habe es mir gerade echt gedacht, dafür, dass das so ein großes Auto ist, hat der einen verdammt kleinen Wendekreis. Genau. Stimmt. Er ist zwar wirklich groß und natürlich, die Dimensionen lassen sich nicht wegdiskutieren, aber du kommst schon gut ums Eck. Auch beim Einparken einfach praktisch. Richtig beeindruckend. Ja. Wirklich. Und wie schaut es aus mit dem Laden? Also ich habe zum Beispiel noch nie ein Elektroauto geladen. Wie wird das jetzt ablaufen? Das zeige ich dir einfach. Lass uns hinfahren. Gerne. Wo sollen wir hin? An die Autobahn. Okay, mach mal. Wie funktioniert das Ganze jetzt, wenn wir hier laden wollen? Es ist nicht schwieriger als Benzin zu tanken. Also du folgst einfach den Hinweisen. Hier steht schon mal Start, du gehst mal aus. Drück einfach mal. Genau.
Ladestecker verbinden. Ja. Schwerer Stecker, schweres Kabel. Ein bisschen aufpassen muss man da schon. Von hier nach Berlin, würde ich sagen, lädst du mit dem Auto zweimal eine Viertelstunde. Das ist schnell. Seid ihr schon mal wirklich mit einem E-Auto von München nach Berlin, also eine recht weite Strecke gefahren? Und wenn ja, wie teuer war es am Ende? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. So, jetzt haben wir also eben den Mercedes EQS geladen. Jetzt mal als Vergleich den Dacia Spring. Genau. Muss ich irgendwas dazu wissen? Läuft es anders ab? Ist das... Nein. Also das Laden funktioniert immer genau gleich. Solange der Stecker passt, kannst du laden. Hier ist nur der große Unterschied, du hast hier die Schnellladestation. Ja. Du hast kein schnellladefähiges Auto. Deswegen lädst du halt nicht schnell. Könnte ich mit dem Auto trotzdem nach Berlin fahren? Natürlich kannst du, wenn du Zeit mitbringst. Es dauert eben, du solltest vielleicht eine Übernachtung buchen sogar. Krass, also sieht schon richtig beeindruckend aus, so ein Prüfstand. Sehe ich zum ersten Mal. Warum macht ihr das? Wir betreiben den Aufwand, der wirklich groß ist, weil wenn du seriös Autos testen willst, wie es der ADAC macht, dann musst du halt schauen, dass du die alle unter gleichen Bedingungen testest. Und die können wir hier schaffen. Und was genau testet ihr hier dann? Wir testen hier, wie viel die Autos verbrauchen, im Sinne Diesel, Benzin oder auch Strom. Und was wird jetzt beim EQS zum Beispiel rauskommen? Der hier ist wirklich beeindruckend, den haben wir schon gemessen. Der braucht ein bisschen mehr als der Dacia. Ein bisschen mehr, was wirklich beeindruckend ist, weil der ist groß, der ist schwer. Der hat eine riesige Batterie. Riesige Batterie, heißt das, dass wir jetzt auch dann irgendwie weit mit dem kämen? Natürlich, ja, wir können überall hinfahren. Heißt, wir könnten jetzt nach Hamburg und in die Elbphilharmonie gehen zum Beispiel? Zum Beispiel. Hey Mercedes? Was kann ich für dich tun? Wir wollen in die Elbphilharmonie. Wir fahren jetzt in die Elbphilharmonie und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal.